Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland Teil 2. Wir befinden uns noch hier in diesem Happy Valley. Und zwar hier oben geht es in die Basis, glaube ich, in das Gefängnis rein. Wir haben jetzt hier einen Durchgang durch eine Höhle entdeckt, die sie wahrscheinlich auch in das Gefängnis führt, vermute ich. Wir können aber auch hier von hinten, glaube ich, jetzt angreifen, weil wir uns eine Brücke geschaffen haben. Und es gab eine Möglichkeit, hier das aufzusprengen. Das hätten die aber so wahrscheinlich direkt mitbekommen. Wir haben hier zwei Schützen drauf gesehen, die natürlich gut geschützt hier oben sind. Darum wollten wir von hier nicht angreifen. Und ein Grenadier, auf den müssen wir aufpassen. Nicht, dass der uns mit Handgranaten und was weiß ich zuwirft. So, Stunde der Wahrheit. Los geht's. Ja, gut geschützt. Da ist ein Toaster. Da haben wir jetzt die Fähigkeit. Wollen wir mal schauen, ob wir da irgendwie was machen können. So, wo sind deine Fertigkeiten? Du hast Toaster-Reparatur. Wie mache ich das rechts drauf? Ging das nochmal? Shit. Vielleicht macht es das von ganz alleine, wenn wir es einfach nur anklicken. Muss repariert werden. Wahrscheinlich Reparatur wird wohl kaum gehen. Nein, wir müssen irgendwie die Fertigkeit dahin ziehen. Geht nicht. Rechtsklick geht auch nicht. Wie mache ich das denn? Bisher war das von alleine runtergegangen. Tja, das ist jetzt doof. Bisher hat er das von ganz alleine runterbekommen. Das mache ich vielleicht irgendwie anders. Hier, ich will da was hin tun. Ah, okay, ich verstehe. Dann hätten wir gerne diese Toaster-Reparatur dahin. Unmöglich. Wir sind einfach viel zu schlecht dafür. Scheiße. Ja, das ist Stufe 1, ne? Hätte vielleicht auf den ersten Leveln was bringen können. Okay, da geht es auch zum Gefängnis. Aber wir wollen den ja in den Rücken fallen, ne? Und zwar mit dir. Okay. Scharfschützen, nicht gut. Schrotflinte. Das heißt, wir haben zwei weitere. Das heißt, es sind fünf. Ne, es sind sechs. Weil hier stehen drei Stück. Das ist ein schöner Tresor. Wir wollen die auf jeden Fall töten. Deswegen positionieren wir euch einzeln. Doc, komm mal hier runter. Ja, die werden nicht wissen, von wo du kommst. Dürfen ja eigentlich nicht wissen, dass ich hier stehe. Das ist die Frage, wird das so berechnet oder gehe ich bis hier hin und dann greifen die mich an? Und dann könnte sich mich hier verstecken, wenn die vorbeigehen, ballern die da hoch. Das probiere ich gerade mal aus, ob dem so ist. Testo. Das fände ich cool, aber ich glaube, das Spiel hat das nicht. Können wir irgendwie schleichen? Gibt keinen Schleichmodus, ne? Einzeln? Ne. Okay, probiere das mal aus. Tatsache, es geht. Geil. Fällt mir gut. So. Dann brauche ich noch einen, der Nahkämpfer ist, nämlich Fex. Auch covern. Hervorragend. Ja, Watcher Cry bewegt sich mal bis hierhin. Wir haben einen Scharfschützen, das ist natürlich nicht so gut. Jotun wird von oben gehen. Der Red kommt mit hier runter. Lieber ein Stück abseits. Oh, pass auf, der wirft gleich eine Handgranate hier so drüber und dann dahin. Dann geht der Plan natürlich nicht auf. Ich hoffe, dass dem nicht so ist. Angela Death. Ja, du positionierst dich mit hier rüber, würde ich sagen.
Hast ja auch nicht die Hammer-Reichweite. Irgendwo da. Toi, toi, toi. Ah, besser was darüber, sonst frisst sie hier im Radius, wenn da eine Granate hingeht. So, und du hast die Aufgabe, dem Scharfschützen schön einen unter deinen Latz zu hauen. Kommst mit darüber. Hocken. Hocken. Los geht's. Sehr gut. Wir haben eigentlich eine ganz gute Position hier. Alle sind am Hocken. So, du gehst in Hinterhaltmodus. Da kommt der Handgranatenwerfer. Den müssen wir schnell ausschalten. Zack! Haha, so sieht's aus. Granadier. Ja, du bist blöd. Dich will ich nicht hier haben. Das ist echt mies, was du da gerade machst. Das gefällt mir gar nicht. Und ich bin auch noch mit dir dran. Shit. Alle vor mir, ne? Okay, dann gehen wir mal ein paar Schritte darüber. Sehr gut. Und Ende. Schade, dass ich nicht vorher sagen konnte, bevor der Kampf beginnt, zu allen hier geht in Hinterhaltstellung. Dann wären die mich alle näher gekommen, dann hätten die alle ballern können. Das finde ich ein bisschen doof, dass das nicht mehr... Oh, die können von da uns treffen. Das wusste ich nicht. Schwer bewaffneter Kerl. Kacke. Mist. Das war nicht bewusst, dass sie das können. Die Ranger sind schwach geworden. Noch ein Scharfschütze. Schwer bewaffneter. Nee, schwer bewaffneter Schütze. Kacke, 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 kacke. Wie weit gehst du denn? Bist du denn das? Ach du Schande. Was ist das denn für ein Kerl? Ah. Und ich bin mit ihr jetzt dran. Okay, den da oben treffen wir nicht so gut, ne? Das ist echt doof. Ich will, dass die runterkommen. Gosh. Das ist, wenn wir auf Einzelschuss gehen. Dann können wir uns aber auch nicht viel weiter bewegen. Naja, das bringt nichts. Ja, das ist doof hier, dass die mich jetzt sehen können. Ich habe gedacht, die müssen alle drumherum. Das ist ein Scharfschütze, das ist echt ein Problem. Treffen die halt auch nicht gut. Weil die da geschützt sind irgendwie durch diesen Mist da. Du triffst davon schon mal keinen. Okay, du machst kaum Schaden mit der Waffe. Das ist auch doof. Für die Rangers. Triffst du hier oben? Ah, du kannst den hier treffen. Genau wie den Snipper. Dann besser doch auf den Snipper, oder? Der trifft uns besser. Und tschüss. Einen ausgeschaltet. So, wir können auf jeden Fall uns zurückziehen und noch einmal schießen. Hat nicht getroffen und Schwein gehabt. Ah, ja, da treffen sie. Und wie ich meinte, Schrotflinte trifft mehrere, die beieinander stehen. Das ist natürlich nicht so gut. Fühlt den Skorpionstachel. Besser rot als tot. Ach, ich mag die Kämpfe. So, du Mistsack da oben. Papier. Ja, sehr gut. Kontrolle verloren. Sehr gut, aber du hast getroffen. Das ist doch schon mal was. Ja, der Burst lohnt sich da nicht. Dann schieß doch besser auf den da. Ah, schade, das war nix.
erstmal leider nicht viel Schaden. Sehr gut. Damit war es das für dich. Ah, verfehlt. Hervorragend. Au, 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 au. Was bist du für einer? Ein Scharfschütze. Du Mistsack. Und du triffst mich, aber ich treffe dich nicht. Kann mich irgendwie von da treffen, das Mistvieh. Grrr. Ja, dann positionieren wir uns mal anders. Kopf weg. So, den letzten kriegen wir auch noch. Du wirst es nie kommen sehen. Nette Sprüche, die Kleine. Ja, Scharfschützen können wir mal wieder nicht sehen. Super. So, hier geht mal alle ran. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwie die Position ändert. Bam. Autsch. Ich glaube, das war's für dich. Victory! Oh, da blutet jemand. Teil alles aus. Ja, ja, teil mal alles aus. Jede Menge Muni, Handgranaten. Doc, sofort herkommen. Blutung stoppen. Oh Gott, ist das dämlich. Dumme KI! So. Heilung, Heilung, Heilung. Angela, das ist sich. Ist am Verbluten. Das geht gar nicht. Nicht weiter bluten. Genau. Okay, wir sammeln alles ein. Da oben liegen noch ein paar. Haustier in der Flasche, okay. Ja, nette Scharfschützengewehr. Da müssen wir gleich mal schauen, dass wir vielleicht der Vulture Cry ein neues Scharfschützengewehr geben. Boah, hier der Bran. Ich glaube, wir gehen den ganzen Krimskrams verkaufen und kommen nochmal wieder hier hin. Das wird nämlich allmählich etwas viel. Zahlenschloss. 35. Psch. Ja, das wird sehr wahrscheinlich schief gehen. Hey, Schwein gehabt. Teil alles aus. Sehr gut. Haben wir sonst noch was? Da hinten liegt noch was. Was Munition. Das ist nie schlecht. Wir brauchen unbedingt eine bessere Maschinenpistole. Eine Uzi. Ist ziemlicher Rotz momentan, die hier. Ja, also da geht es vermutlich ins Gefängnis. Das testen wir gerade noch, wo die Sachen überhaupt hier hingehen. Ja, wir müssen so oder so alles erstmal verkaufen gehen. Wir haben viel zu viel Zeug. Obwohl, ich könnte auch die ganzen Waffen auseinandernehmen. Ja, schick mal alle Waffen bitte hier rüber. Munition hast du genug? Dann kriegen wir nicht jede Menge zerstörte Waffen. Schrottteile vielleicht. Das Scharfschützengewehr mal hier rüber. Also wesentlich besser. Tauschen wir. M40 kann auseinandergenommen werden.
weitläufige Schrotflinte. Brauchen wir sie nicht? Wir haben keinen mit Schrotflinte. Scharfschützengewehr. Nehmen wir nämlich alles auseinander, machen unsere Waffen was besser. Das sind 1, 2, 3, 4 Waffen. Teile einer zerstörten Waffe. Also okay, wir kriegen da nur Teile einer zerstörten Waffe. Nein, dann wollen wir nicht. Hier können wir ein kleines Visier kriegen und ein robustes Magazin. Das lohnt sich. Open Choke brauchen wir eigentlich nicht. Das ist das hier oben. Das haben wir schon einmal, falls wir wirklich eine Schrotflinte brauchen. Robustes Magazin, Unterlauftaschenlampe, das ist super. Okay, die werden wir auseinandernehmen. Die wird verkauft. Die wird... Ne, die war es nicht. Die hier wird auch verkauft. Also wir müssen definitiv darüber verkaufen. Die beiden muss ich auseinandernehmen. Den Rest verkaufen. Das heißt, wir reisen wieder. Wie viel Zeit haben wir noch? Einige Zeit. Ja, dann würde ich sagen, ich schaue mir wenigstens noch an... was in der Höhle und was hier drin ist, dann kriegt ihr das noch mit. Dann wissen wir schon mal, wo wir gleich hin müssen. Ah, Gefängnis betreten. Nein, das wollen wir noch nicht. Da wird es ein richtiges Gemetzel geben, sehr wahrscheinlich. Wo geht's hier hin? Aha, hier haben wir eine andere Möglichkeit ins Gefängnis. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir würden dann hier lang sehr wahrscheinlich gehen. Schade, dass wir nicht direkt jetzt Weltkarte machen können und wegreisen hier, ne? Das funktioniert nicht. Ne. Leider nicht, leider nicht. Und wir haben diesen mysteriösen Schrein noch. Den können wir uns eigentlich anschauen, ne? Genau, wir gehen zu diesem mysteriösen Schrein, kriegen einen Fertigkeitspunkt jeder. Das machen wir. Und Leben... Feinde leben sollten hier auf dieser Map eigentlich nicht mehr. Denn ich habe irgendwas übersehen. Frage ist, wie komme ich hier hin? Renn erstmal da runter. Wo ist hier der Ausgang? Tut mir leid, wir haben keine Scorpion Crips. Shit. Aha, hier müssen wir hin. Fehlt irgendwo noch einer? Jetzt müssen wir gerade mal beim Inventory noch reinschauen. Ich muss ja irgendjemandem noch einen Schirm geben, falls wir irgendwo Wasser finden. Ich glaube, das warst du. Ah, so. Ranger Team Echo 1, this is Ranger Command. Come in. Was ist los? 10-4 Echo 1. Listen, some locals up near our remote radio tower say they saw some things attacking it. Sounded like robots to me. Might be another of those synths that killed Ace. Head back there and see if you can capture it alive. But be careful. Anything that could kill Ace is gonna be easy to deal with. Copy? Understood. Copy. 10-4 Echo 1. Charlie 1 calling Citadel Base. Come in. Okay, wir sollen zurück zu diesem Funkturm, wenn ich das verstanden habe. Aber wir werden uns erstmal hier unten zu diesem mysteriösen Schrein begeben. Oh, da war was. Verlassene Bahnstrecke. Interessant.
Ja, rein da. Und was wir uns jetzt schon angewöhnen müssen, ist immer wieder beim neuen Gebiet Wechsel der speziellen Gegenstände, dass sie wieder besser trifft. So, okay, erstmal nach ganz nach oben. Okay, ein alter Monolith oder sowas. Obelisk. Copy, Charlie One. Let me know if you need backup. Negative. Only a few people. Shit, back to the walk! Back to the. Cool, mit dem Radio. Come in. Charlie One. Damn it. Citadel Base calling all teams. Anyone in the vicinity of Red Lake Sands, Rangers need assistance ASAP. Charlie One, this is Citadel Base. If you can hear me, I'm calling for assistance and will send help to you if I find it. Call in when it's safe to do so and advise on your situation. Citadel Base out. Okay, wir haben massig Level Ups. Und wir haben ein Platzproblem. Das ist nicht gut. Wir können auf jeden Fall uns das dann noch anschauen. Oh, minus 4. Verlassene Bahnsteige betreten. Klar, warum nicht? Okay, das ist eine Nachtgegend. Das finde ich ein bisschen doof, dass das nicht gemacht ist, dass es einen Tag- und Nachtwechsel gibt. Go ahead, Charlie One. You make Red Lake? Roger, Citadel Base. But Doyle didn't make it. He bled out. 10-4, Charlie One. Bring him home. I'll let his people know. Copy, Citadel Base. On our way. Die Roboter. Roboter gibt es hier. Hallo, Roboter. Das ist nicht gut. Gefällt mir nicht. Nachladen. Ach, hatte ich eigentlich den Wechsel eben gemacht? Nö. Ja, ja, gut. Das meine ich. Ich muss mich daran gewöhnen. Das vergesse ich sonst. Bahnwaggons. das ist etwas größer hier. Was ist das? Da liegt irgendwas. Eine Leiche. Aha, von Robotern überrannt hier, dieses kleine Dörfchen, was sie sich hier gebaut haben. Halt! Slicer, Dicer! Okay, Jungs. Ihr positioniert euch mal. Du darüber. Bitte hierhin. Fix. Die kommen ja dann näher. Dann wieder Doc. Okay, los geht's. Komm her. Ah, ich hätte sie alle hinhocken können. Ich Idiot. Ja, genau. Jetzt ist es zu spät. Oh, es sind 3 Stück und die haben 500 Lebenspunkte. Das bedeutet sehr wahrscheinlich den Tod. Im Kampf kann ich nicht anfunken, wenn ich das richtig sehe. Okay, hock dich mal hin. Wir wechseln auf Feuermodus. Dann hast du noch 57. Das ist schlecht. Frage ist, wie weit kann das Vieh gehen? Schieß wenigstens einen normalen Schuss ab. Sehr gut. Hui. Oh. Ach du Scheiße. Aber ich glaube, der Doc wird gut sein hier mit einem Plasma-Gun gegen die... Ach du Scheiße. Okay. Das war ein Fehler. Zum Glück haben wir irgendwann mal gesaved. Boah. Die kriegen wir doch nie besiegt. Die kriegen wir doch nie besiegt. Da sind wir viel zu schwach jetzt für. Wir müssen uns auf jeden Fall auf einen konzentrieren.
Schön, dass er eine neue Sniper hat. Hock dich hin. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, damit macht sie jetzt Schaden. Sehr schön. Ja, das ist doof. Geh mal einen Schritt an Seite. Angst, dass der getroffen wird, der Dog. Triff nicht den Dog. Ja, doch, du triffst den Dog. Super, hast du das gemacht. Ja, was soll ich denn tun? So, du hast noch 200. Ich will gerne einen Burst machen. Das heißt, du gehst hier rüber. Fix dahin. Nein, und du triffst nicht einmal mit 64%. Schande. Ah, ja, genau. Genau. Ja, aber sicher doch. Ihr kranken Killerroboter. Ja, wir haben gegen drei keine Chance. Minus 4 Koordination. Okay, was auch immer hier in dieser Gegend ist, es wird stark bewacht. Wir sollten hier später nochmal hinkommen. Weil das sieht gar nicht gut aus. Wenn man die einzelnen wegpullen könnte, vielleicht hätte er wieder neue Energie bekommen. Ich will wenigstens einen töten, nur aus Jux und Dollerei. Also... Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mal das. Zwamm! Ja, und da fällt der nächste. Und da, der ist noch nicht ganz gefallen, oder? Ah doch, jetzt liegen sie alle fast. Und da liegen die nächsten. Einer lebt noch. Vulture Cry. Und Fex, weil er so viel Glück hat. Ui, einer ist sogar gestorben. Chosen hat ins Gras gemacht, bleibt uns ewig in Erinnerung. Ja, herrlich. Ja, das ist auf jeden Fall No-Go. Ein No-Go. Kriegen wir den Mistkerl noch tot? 97 Energie, sehr wahrscheinlich nicht. Stirb! So. Und damit war's das. Schade, wir haben nicht einen besiegt. Okay, wir wissen, wo wir auf jeden Fall nicht hingehen werden erstmal. Autosave? Hm, das ist gut. Wo ist das? Das ist wahrscheinlich in dem Gebiet. Da haben sie ein Autosave angelegt, weil es so schwierig ist. Hm? So sieht's aus. Also ich muss hier nochmal hin, aber nicht momentan. Dafür ist es einfach viel zu stark. Also die Gegner. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal alleine zurück zur Basis da hinten, zur Ranger Citadelle, verkaufe meine Sachen und wir sehen uns dann gleich im Gefängnis wieder. Bis demnächst, euer Chojin.